Hallo ihr Lieben und willkommen zum nächsten Video. Heute geht es um einen der häufigsten Fehler, die man sieht. Und heute geht es tatsächlich um eure Füße. Und was sehr, sehr häufig zu sehen ist, ist, dass ihr wackelt in den Füßen. Na, also wenn ihr irgendwas tanzt und ihr tanzt Walzer, dass die Füße quasi nicht stabil sind hier im Fuß. Gelenksbereich, sondern dass das zu sehr sich bewegt, zittert oder Tatsache in die falsche Richtung geht. Und das kann man verhindern, indem man A1 versteht, wie ich einen Fuß stabilisieren kann. Und das wiederum hilft euch, wenn ihr das dann aktiv übt und einsetzt beim Tanzen, über einen mittelfristigen Zeitraum euren Fuß zu stabilisieren. Und das verhindert wiederum Verletzungen oder einfach auch Imbalanzen, die dann auch euer Partner merkt, egal ob der Herr oder die Dame, und so, dass ihr optimal miteinander tanzen könnt. Was ist der größte Fehler? Dazu müssen wir erstmal verstehen, was kann der Fuß tun? Wenn ihr den Fuß habt, dann könnt ihr das Gelenk nach vorne benutzen, indem ihr den Fuß zum Beispiel hebt. Ihr könnt auch nach hinten den Fuß bewegen und zur Seite. Ja, auch zur Seite könnt ihr den Fuß bewegen und zwar nach außen. Diese Position hier seht ihr bei mir, es kann ich sehr, sehr stark austanzen. Das liegt daran, dass ich tatsächlich schon mehrfache Bänderrisse in meinem rechten Fuß hatte. Im linken geht es ja auch, aber nicht ganz so stark. Nichtsdestotrotz, das ist eine der gefährlichsten Knicke, die, wenn sie mit Gewicht, weil ihr es nicht gewollt habt, plötzlich passieren und das Gewicht drauf, dann habt ihr die Chance, dass ihr einen Bänderriss bekommt und das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft und sehr langwierig. Und deswegen schaut mal, euer Knöchel kann nur bis zu einer gewissen Ebene zur anderen Seite knicken, nämlich nach innen. Also nach innen komme ich nicht weiter als so. Nach außen komme ich sehr weit, nach vorne und nach hinten komme ich auch sehr weit, aber hier nach innen nicht. Und wenn ihr jetzt also üben wollt, dass ihr stabiler im Fuß steht, ist es wichtig, dass ihr vom Gefühl her A1 den Fuß gerade, wirklich gerade aufsetzt. Und darauf achtet, dass wenn ihr ihn zum Beispiel hochrollen müsst, dann seht ihr, dass sich die Bewegung eher in die Innenseite ausrichtet von meinem Fuß. So stabilisiere ich den Fuß, weil er da nicht reinknicken kann. Sobald ich dasselbe mache und es nach außen mache, bin ich instabil. Wenn ich aber hochgehe und den Fuß nach innen vom Gefühl her setze, da habe ich eine Stabilität. Das habt ihr sowohl in den Standardtänzen, wenn ihr rauslauft und da den Fuß setzt. Ich halte mich mal fest, weil ich runtergucke und kein optimales Gewicht habe. Also hier nach innen, nicht nach außen. Sobald ich nach außen stehe, ich habe dann gleich mal mein Gewicht weggenommen, damit ich mich nicht verletze, wackelt ihr. Das habt ihr sowohl in den Standardtänzen, wo ihr das braucht, also das gerade und nach innen vom Gefühl her ausgerichtete Fußverhältnis als gerade und nach außen wackeln. Das habt ihr in den Standardtänzen, in den Vorwärtsschritten, sehr, sehr viel Herr und Dame, als auch in Latein. In Latein habt ihr zum Beispiel in Latein das Bouncen. Ja? Auch hier ist es so, wenn ihr da so wackelt und knickt und die Füße sind einfach nicht stabil, dann ist es wichtig, dass ihr Übungen macht für den Fuß, dieses Heben und Senken im Fuß und dass ihr, wenn ihr seitwärts geht, seht ihr, dass ich den Fuß vom Gefühl nach innen ansetze, nicht nach außen. Nach innen angesetzt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, ich halte immer die Füße nach innen gerichtet. So führe ich die auch, wenn ich etwas mache, immer bewusst über, seht ihr das? Die Innenseite. Ich gehe nicht irgendwie gerade und rolle. Ob ihr Unterstützung braucht, das seht ihr, wenn ihr euch einen Tanzschuh anschaut, den ihr schon länger getragen habt. Wenn ihr seht, dass euer Absatz außen, ja,
Abnutzungserscheinung zeigt, an die Seite hin, dann wisst ihr definitiv, dass ihr ein Problem habt auf der Seite. Oder wenn sich dort euer Schuh so ausbeult auf die Seite, dann wisst ihr, ihr habt da ein Problem. Tänzer, die erfahrener sind und das schon trainieren, die erkennt ihr daran, dass deren Schuhe hier an der Innenseite im C-Bereich sehr stark abgenutzt werden. Ja? Zum Beispiel, weil sie den Fuß lang ziehen oder führen, immer über innen. Da sieht man, dass die Innenseite stärkere Abnutzungserscheinungen zeigt. Also schaut euch ruhig mal eure Füße an, gilt für Herren, für Dame. Meine Herren, Ausnahme, meistens macht ihr einen Hauch weniger, gerade in den Hobbygruppen, weil ihr ja schon aufgrund eurer Beinlänge einfach größere Schritte machen könnt, ohne so viel zu tun. Da muss eine Dame mit kürzeren Beinen schon sehr viel mehr machen. Achtet auch ihr darauf, dass ihr bewusst eure Füße nimmt und euer Potenzial auch austanzt. Ja, also wenn eure Schuhe nach 3 Jahren immer noch genauso aussehen, wie ihr sie gekauft habt, bis auf so ein paar Falten hier oben drauf, dann würde ich mir Gedanken machen. Ja, irgendwo müsstet ihr sehen, womit ihr am stärksten belastet. Wenn ihr viel Standard tanzt, meine Damen, dann kann es auch sein, dass wenn ihr zum Beispiel Slowfox tanzt, die Ferse in Mitleidenschaft gezogen worden ist, weil ihr natürlich den Fuß auch abzieht. Das kann auch passieren, das ist in Ordnung. Also hinterer Fersenbereich, wenn da eine Abnutzung ist, dann wisst ihr, ja, ich ziehe schon ganz gut den Fuß ab, das ist auch in Ordnung. Wie stabilisiert ihr eure Füße? Ich fasse nochmal zusammen. Ihr trainiert, indem ihr gerade hochgeht und vom Gefühl her nach innen und nicht nach außen steht. Ihr setzt bewusst die Füße gerade und mit einem Gefühl nach innen an und achtet darauf, dass ihr nicht nach außen knickt. Falls ihr das über Übungen und alles nicht in den Griff bekommt, geht zu einem Orthopäden, guckt, ob ihr ein generelles Problem im Fuß habt. Es gibt auch die Möglichkeit von Einlagen oder auch von Schuhen, die euren Schwachpunkt etwas stärker unterstützen. Meine Gel-Schuhe, die sind natürlich extrem flexibel. Das bedeutet, ich kann natürlich den Fuß auch in jegliche Richtung bewegen. Und damit ist natürlich dieser Schuh schon eine Herausforderung und ihr solltet, wenn ihr den benutzt, natürlich auch wissen, dass ihr die volle Verantwortung für euren Fuß und dass ihr den richtig setzt habt. Es gibt Schuhe, die unterstützen mehr im Knöchelbereich, zum Beispiel, wenn ihr euch aufstellt. Nichtsdestotrotz, das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist üben, dass ihr den Fuß stabilisiert, indem ihr über innen steht und entsprechend die Muskeln dafür aufbaut. Das geht über Training. Nicht von heute auf nächste Woche. Das ist etwas, was ihr schon über einen langen Zeitraum, mindestens ein Jahr, wenn nicht gar länger, aktiv immer wieder als Ansatz üben müsst. Aber es lohnt sich. Ihr werdet merken, es hilft euch im Paar. Ihr steht alleine und miteinander stabiler und ihr tanzt Tatsache gesünder. Denn wenn ihr im Knöchel instabil seid, habt ihr automatisch auch eine Schwächung eures Knies oder eures Hüftbereiches, also die Probleme verlagern sich, je länger ihr etwas nicht optimal tanzt oder gar falsch tanzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Verletzungsauswirkungen, auch wenn es nicht gleich ein Bänderriss ist. Ja, das wäre ja so ein ad hoc und sehr, sehr klarer Hinweis, dass ihr dass nicht was optimal gelaufen ist. Aber es gibt ja auch langfristige Abnutzung und Fehlstellung im Fuß. Arbeitet dagegen, trainiert es, es lohnt sich fürs Tanzen. Viel Spaß beim Üben!